Und hallo und willkommen zurück zu Dinkum. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Ich werde mal gucken, ob wir nochmal Holz. Ja, Holz haben wir hier. An den Start kriegen. Ich brauche nochmal Material. Und zwar brauche ich Straßen. Viel Straßen. Ich habe jetzt Holzstraßen, habe ich ja überlegt gehabt. Ob die gut sind, weiß ich noch nicht. Wir craften aber noch ein bisschen was weg. Denn habe ich das letzte Mal nicht gemacht? Wahrscheinlich habe ich zu wenig gemacht. Ich will nämlich ein bisschen mehr Straßen haben. Das sollte reichen. Ich werde mal gucken. Die müssen wir eigentlich noch craften. Brauchen wir Stones? Wobei Stein haben wir. Und Steinwege haben wir eigentlich auch noch ein paar, ne? Ne, warte mal, wo habe ich die denn? Hier bei Bausachen. Da, so ein bisschen Zeug haben wir ja. Wo habe ich denn den Tinschieten die Feder her? Hier, pack das mal da rein. Das können wir verkaufen halt, weil John ist ja da. Das können wir Holz reinpacken. Warum das nicht da drin ist, weiß ich auch nicht. Das können wir zurückpacken. Das brauche ich dann erstmal nicht mehr. Steinpfade werde ich gerade noch vorbereiten. Ach, die brauche ich. Ich wollte Fenster herstellen. Siehst du, ich habe mich gerade gefragt, warum ich das Zeug da drin habe. Was wollte ich denn jetzt? Die Palmwood Bristle muss ich mir auch mal angucken, ne? Davon craften wir auch mal ein bisschen. Ja, wir craften davon mal. Wir craften mal ein bisschen. Ich sag mal, auch so 50 Stück, oder? Ich weiß ja nicht genau, wie viel wir davon brauchen, aber. Gucken wir mal. Okay, machen ein bisschen mehr. Passt schon. Die brauchen wir erstmal nicht. Die brauchen wir noch. Das heißt, ich packe erstmal. Ach, ich habe ja noch zwei Straßen da, die habe ich noch gar nicht gebaut. Die Treppen habe ich eingepackt. Moment, wo habe ich die denn? Treppen hier. Pack das mal da an. Treppe, Brücke, Gehweg. Dann können wir das machen. Holzgehweg. Hab ich hier. Steingehweg, falls wir brauchen, haben wir da. Den Wooden Crate kann ich drüben noch hinpacken. Steine können wieder zurück auf die andere Seite. Ich muss unbedingt wieder Material sammeln, ne? So, das kommt wieder dahin. Nägel sind hier eigentlich auch fehl am Platz, glaube ich, ne? So, das sind noch Rottel. Die kann ich erstmal hier für Tee wegpacken. Können wir eigentlich mal wieder was anschmeißen, ne? Mal gucken. So, Straßenlaternen will ich noch bauen. Die setzen wir gleich mal. Aber erstmal machen wir die Treppen. Vorher kuscheln wir nochmal eine Runde. Kuscheln. Bzw. knuddeln. Hey, oh, guck mal hier. Laurel. Hey, Laurel. Hey, Isla. Du bist auch ein schwarzes Huhn, ne? Ihr seid zwei schwarze Hühner. Das ist ja blöd. Ich hätte gern ein braunes Huhn. Da leuchtet's. Okay. Da leuchtet's auch. Das ist jetzt doof. Ich hätte gerne nochmal ein braunes Huhn. Das kommt dahin. Am weitesten weg, natürlich. So, okay, das heißt, wir machen jetzt erstmal den Crate. Machen wir gleich. Ich habe da drüben auch noch so einen Brummer stehen. Hält man das so an? Oh Mann. Wieso ist hier so viel Kacke schon? Was machst du denn hier schon? Ist auch nett, dass du hier bist, aber. Pack das Zeug mal da rein. So. Schere. Ich glaube, das Fell wächst ziemlich schnell nach, kann das sein? Ach, hier habe ich das Zeug reingepackt. Jo. Dankeschön. Kann ich dich knuddeln? Blubber. Okay. Kennedy. Wenn ihr beide groß seid, dann habt ihr nicht genug Platz. Ich muss hier definitiv. Oh. Das muss unbedingt geändert werden. Ich hoffe, dass wir da später Zäune haben, die dann so ein bisschen überlappen. Anstatt dass das ein Gate ist. Weil manchmal, wenn ich dann halt klicke, dann, ja, hat man gesehen, dann geht plötzlich alles auf. Eigentlich müsste ich das Fell hier mit reinpacken. Bzw. die Wolle. Wir packen die Wolle auch mal hier mit rein, glaube ich. Ich bin überlegen, ob ich die Kisten vielleicht dann doch wegnehme. Weil an sich ist das halt doppelt gemoppelt, ne? Ich müsste das zentral haben dann hier, aber. Ja, muss mal gucken. Futter packe ich erstmal hier rein. Guck mal, ich habe nur das Ding hier drin und jetzt gut das Futter hier und die Käfige und sowas, das könnte hier rein sogar dann. Muss ich nochmal schauen, weil an sich brauche ich das hier nicht. Ich habe Scarlet und Kalia. Kalia, ja, glaube ich. Ich habe mich schon lange nicht mehr geknuddelt hier, ne? Ihr braucht unbedingt eine Knuddeleinheit. Die Kacke muss hier weg, alter Schwede. Ihr habt ja ordentlich Bruchmauer da gelassen. Und ich muss eigentlich mal melken hier. Das habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht.
4 Brummer liegen hier, alter Schwede. 5 Brummer. Kann ich dich melken? Dankeschön. Kann ich dich auch gerade melken? Liegt auch noch Kacke rum. So. Dich muss ich noch mehr knuddeln, damit wir hier bessere Milch kriegen. Nur die cremige Milch, ne? Ist die beste Milch, oder wie war das? So. Okay, dann bringen wir das Zeug noch weg. Und dann haben wir es aber jetzt wieder, ne? Ich habe schon ewig nicht mehr hier Sachen gemacht. So, das geht weg. Ich bin auch überlegen, ob ich hier auch Straßenlaternen bastel oder nicht. Milch ist ein Fertigprodukt. Kommt hier rein. Jetzt haben wir alles weg. Okay, jetzt haben wir endlich Ordnung hier. Ordnung im Chaos. Gehen wollen wir. Schon eine Viertelstunde rum, Mann. Ich schaffe überhaupt nichts hier, Mann. Ich bin hier echt nur am Rotieren und ich schaffe wieder nichts. So, hier müsste ich ja auch mal Straßenlaternen noch setzen, ne? Ich setze die mal dahin. Na, nicht das Ding. Die Kiste. So, das kann da bleiben. Die Kiste müsste ich leer machen und dann ein bisschen versetzen, aber ich lasse sie erstmal da stehen. Okay, die Bäume sind ein bisschen eng. Vielleicht müsste ich das doch ein bisschen größer machen hier. Ach ja, da haben wir ja noch was liegen hier. Warte mal. Komm her, Kollege. Ich brauche dich nachher. Ich bin schon gespannt, wie es aussieht, wenn Frühling wird. Ich will unbedingt den Beehive bauen hier, beziehungsweise mehrere Bienenstellen. Das heißt, wir müssen nochmal Blumen machen. Bäm. Alter, guck mal, wie viele da schon sind. 6 Stück habe ich hier schon stehen jetzt. Okay. So. Oh Mann, jetzt habe ich Seeds wieder in der Tasche. Ich muss mal gucken, wie das aussieht mit dem Blumen vermehren. Oder kann man die kreuzen? Das wäre lustig, wenn du Blumen kreuzen könntest. Kann man Blumen kreuzen? Ich glaube nicht, oder? Ich würde sagen, wir setzen hier eine Straßenlaterne noch hin. Eine. So, ich hätte nämlich gern hier ein bisschen Licht an der Ecke. Und, ja, wo setzen wir denn noch eine Straßenlaterne mal hin? Ich würde sagen, hier bei Owen noch, oder? Hier auf der Ecke. Ich muss das mit dem Zaun noch fertig machen. Setzen wir die hier hin? Wir setzen da mal eine Straßenlaterne erstmal hin. Hey, Rain. So. Gehweg. Ich bin noch nicht begeistert, muss ich zugeben, hier. Ist noch nicht optimal. Das nehmen wir mal weg. Und machen das dahin. Nein, dahin. So. Okay, dann Treppen. Dann sieht das Ganze schon besser aus. Okay, so können wir es machen. Hier. Weiß ich noch nicht. Das müssen wir eigentlich versetzen noch. Da bin ich noch überlegen. Oder wir setzen das hier weiter darüber. Hm. Dann ist es aber nicht propetrisch symmetrisch, ne? Ich bin noch nicht sicher. Was liegt denn hier rum? Puh. Warum liegt Puh? Ich frage mich. Okay, nächster Gehweg. Ich habe jetzt hier Holz angefangen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber wir probieren einfach ein bisschen rum. Ich könnte es auch so machen, dann geht es schneller. Ich bin mir immer nicht sicher. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir das hier? Ein bisschen Minecraft-Style, ne? Ich versuche das gerade ein bisschen. Die muss ich wegnehmen, leider. Können wir dich hier hinpflanzen? Okay. Das ist ein bisschen doof jetzt an der Stelle. Weil ich das zumachen muss. Dann kann ich das hier aber ein bisschen kürzen. Dann muss ich das hier rüber machen. Dann passt du da auch wieder nicht hin. Mist. Ja, passt nicht ganz. So. Ich glaube, so können wir es machen. So geht es einigermaßen. Ist nicht optimal. Aber irgendwo schon machbar. Dann gehst du dahin. Das ist mir egal. Ich habe keinen Zaun gemacht, ne? Fällt mir gerade so ein.
Ja, mein Freund hier, hm? Wir müssen. Wie machen wir das denn jetzt am geschicktesten? Wir gehen hier lang, würde ich sagen. Ich würde hier gerne noch eine Brücke bauen. Ich muss mal gucken, wie ich das baue. Ich bin damit noch nicht zufrieden. Schrägen zu bauen hier ist immer ein bisschen so eine Sache. Wir können hier lang gehen. Aber müssen dann hier rüber. Oh, es reicht nicht mehr. Ja, ich glaube, so geht's aber, oder? So. Und dann bauen wir hier rüber, in die Richtung, dass wir da rüber kommen. Ja, sieht langsam noch ein bisschen was aus. Ist noch nicht perfekt, aber... Oh, ich habe Rain noch nicht angeschlossen. No, Backe. Ich habe nicht genug Material. Die Brücke wollte ich da drüben noch bauen. Das heißt, wir müssen da auch noch buddeln. Okay. Gucken wir mal. Moment, ist die, wie viel breit ist denn die? Drei Teils. Ich würde gerne eigentlich die nicht so breit haben, oder? Obwohl, machen wir die... Ne, warte mal, die ist auch nur zwei breit da drüben, ne? Da drüben, die ist drei breit, die große. Ja, ich bin am überlegen, ob ich die wieder abreiße. Ist die auch drei breit oder war die zwei breit hier? Die ist zwei breit, ne? Ne, die ist drei breit. Ja, ist egal. Komm, dann lassen wir die drei breit da stehen. Wir gehen da drüben mal gerade hin. Was muss ich denn noch machen? 4000 Dings soll ich machen. Okay, mit Sachen fangen. Echt jetzt? Da müsste ich aber Fische angeln. Oh, Mann. Ja, komm, wir angeln kurz. 4000 Dings. Wie viele Fische muss ich denn angeln? Oh, hier steht die Schubkarre, habe ich total vergessen. Können wir gerade drei Fische angeln hier? Oder ist hier alles schon da? Ne, hier. Was ist... Ach, da. Dann angeln wir gerade drei Fische. Reichen drei Fische? Nee, es geht gar nicht. Ich sehe gerade, wir müssen Dings sammeln mit Schmetterlingen und Obst. Dann nehme ich gerade Obst mit, ist egal. Jetzt habe ich einen Fisch hier noch an der Angel. Nehme ich mit, passt schon. Obst. Obst haben wir hier. Wow, Obst haben wir eine Menge hier. Kann ich das halbieren? Jo, 46. Geben wir das gerade ab. Okay. Wow, Weizen muss ich noch verarbeiten, sehe ich gerade. Wir geben das gerade ab, passt schon. Wie viel muss ich noch kaputt machen? Drei Ohrs smashen. Okay, das kriegen wir hin. Ich mache das jetzt gerade, bevor ich es vergesse. Weil ich es sonst wieder vergesse. Und hier gibt es gerade... ja, doch, fast 505. Wow. Okay, dann müssen wir das definitiv mitnehmen. Das hier will ich noch wegmachen. Hier dieser Berg. Oder ich muss mir was daraus basteln. Weiß ich nicht, genau. Ich bin auch hin und her gerissen. Das Lagerfeuer ist hier auch ein bisschen fehl am Platz, ne? Habe ich das Gefühl... Ach, guck mal, hier liegt sogar Puh unterm... Okay. Das gefällt mir noch nicht. Der Übergang hier zu Stein bzw. Holz passt nicht. Das sieht merkwürdig aus. Hey John, ich muss mal gerade Sachen verkaufen. Ich möchte gerne Dings haben. Wir verkaufen das und das. Kann ich Puh auch verkaufen? Kriege ich dafür was? Ich muss das mal austesten. Hier. 11.000, klingt gut. Okay, mal erledigt. Ich verkaufe dir mal Puh. Ich will mal wissen, ob ich dafür was kriege. Wenn ich dafür einen kriege, dann muss ich mich kaputt lachen. Ich sag nichts. Ich sag nichts. Ich mach nichts. Ich gehe einfach nur. Okay. Du kannst sogar mit Scheiße Geld machen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Du kannst mit Scheiße Geld machen. Wer hätte das gedacht? Ich pflaster, obwohl pflaster ich hier. Nee, da weißt du was, die benutzen wir hier für den Garten. Das bleibt Gartenbereich. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, das wäre ein Scherz hier und so. Ja, du kannst mit Scheiße Geld machen. Nein, du kannst mit Scheiße Geld machen. Wenn das in echt gehen würde, weiß ich auch nicht. So, was wollte ich denn jetzt? Das muss ich gerade überlegen. Wir haben die Wege gemacht. Wir wollten da drüben das noch buddeln. Drei Teils breit. Ne? Wo habe ich das denn hingebaut eigentlich?
Dort. Das passt aber hier nicht, weil wenn ich hier flussmäßig irgendwas bauen will, das heißt, das Ding muss weg. Dann bringt das sowieso nichts an der Stelle. Tja, Kollege, was machst du jetzt? Gehst du ins Wasser. Okay. Ja, um da hinzukommen, muss ich ja zwangsläufig dann hier hinbauen, ne? Wenn ich die bauen wollen würde, ne? Nur mal so aus Jux und Dollerei. Reicht die nicht? Bis wohin würde die reichen? Bis da. Der hat keinen Ansatzpunkt, ne? Ich habe das eigentlich hier angesetzt. Guck mal hier. Ich habe das hier angesetzt. Der will es aber da bauen, interessanterweise. Wieso will der die da unten bauen? Wahrscheinlich, weil das die nächste Verbindung ist, ne? Das heißt, wir müssen die Insel ein bisschen umschrauben hier. Drei Teils. Wo nehme ich denn mal ein bisschen was weg, dass es nicht so auffällt? Hier? Ich müsste die Schubkarre nehmen, dann geht es schneller, oder? Ja, wir holen die Schubkarre, komm, das hat keinen Sinn. Wir brauchen hier zu viel Sand. Oder ich nehme hier ein bisschen was weg von der Insel. Das würde nicht auffallen, oder? Wenn ich die Insel ein bisschen ändere. Die haben ja auch drei Teils breit gemacht. Jetzt mache ich Moonwalk. Okay. Ich muss noch drei Ohrs smashen. Das heißt, ich muss mir gleich noch ein bisschen Energie sammeln. Uäh. Ich kann das mal nicht abschätzen. So. Muss die Kamera dabei eigentlich passend drehen, damit das geht. So. Ich habe immer noch den Crate hier oben gemagert. Boah, ich war. Achso, nee, warte. Ich wollte ja hier. Ich wollte ja hier was wegnehmen, weil hier fällt es nicht ganz so auf, glaube ich. Okay. Das wird ja wohl nicht so auffallen, oder? Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel ich brauche hier. Ich glaube, eine kann ich noch. Jetzt ist voll. Nein, da lang. Aber nach links. Wollen wir das noch fertig kriegen? Also mit so einer Wheelbarrow geht das um einiges schneller, man. Das ist echt. Junge, Junge, Junge. Wichtig. Sowas von wichtig. Wir haben jetzt 10 Stück, reicht das? Ich muss ja hier 3 machen, ne? 3 breit. Und ich bin gerade einen versetzt, kann das sein? Ich bin einen versetzt. Ich ziehe das erstmal bis vorne raus. Ist gleich alle, ne? Auf jeden Fall noch was hier unterschmeißen. Damit das da nicht so komisch aussieht. Okay, jetzt müssen wir nochmal los. Wir müssen echt noch mehr besorgen. Wir gehen mal hier hin, oder? Wir nehmen hier ein bisschen was weg. Das wird ja wohl nicht auffallen, oder? Wenn ich die Insel jetzt hier abtrage und dann ein bisschen versetze. Nee, das fällt nicht auf. Stimmt nicht. Guck mal, der Fisch gut auch schon sowas zum Geier macht, der Typ da. Der ist so bescheuert und wow. Was zum Hotzylinder? Was macht der denn hier? Okay. Ein heißer Zylinder. So. Okay, jetzt sind wir voll. Ich zähle gar nicht. Ich gehe mal davon aus, dass ich voll bin, weil die sieht ziemlich voll aus, die Schubkarre. So. Wir schaufeln das noch hier vorne hin. Versuchen das ein bisschen anzugleichen.
Dann gucken wir gleich, wo wir hinkämen. Ist natürlich nicht perfekt. Aber hey. Müssen schließlich gucken, dass wir hier ein bisschen lang kommen. Ich sag mal, so eine kleine Nase können wir ja machen. Das ist ja okay. Das kann ja ruhig ein bisschen unnatürlich aussehen. Mist, reicht nicht ganz. Ich brauche nochmal so zwei oder so. Ja, vielleicht einer sogar nur. Oder noch einer? Okay, gucken wir mal. Wenn ich die jetzt bauen wollen würde, wird sie gehen, aber es reicht immer noch nicht. Echt jetzt? Wieso nicht? Wieso reicht das nicht? Ist sie zu lang? Da würde er sie setzen, aber ich muss dann da drüben hingehen, um einen noch. Das heißt, ich muss da drüben nochmal aufschütten oder wir schütten hier noch auf. Das gibt's doch nicht. Ich hab schon 5 Uhr, wow. Okay, wir müssen noch mehr abschaufeln. Dann schaufeln wir die Ecke jetzt hier. Das gibt's doch nicht. Nein, du sollst schaufeln. Schaufel, was das Zeug hält, mein Freund. Wir müssen fertig werden. Schon wieder was gefunden. Nein, da nicht. Wir können natürlich auch da unten wegschauen. Wäre natürlich auch eine Idee. Siehst du nämlich nicht. Ja komm, wir schaufeln hier ein bisschen was weg. Nein, da nicht. Genau da nicht. Das hier. So, jetzt ist voll. Jetzt muss ich echt noch einen nach vorne gehen. Echt? Oh Mann. Also das sieht definitiv nicht mehr natürlich aus jetzt hier, aber gut. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, dass das natürlich aussieht. Nur, dass ich so viel aufschütten muss, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Guck, der Fisch ist mal so, Mist, jetzt ist hier Sand, was mache ich jetzt? Das reicht immer noch nicht. Was tut man nicht alles hier, ne? Dann muss ich hier noch ein bisschen was wegnehmen. Dann muss ich hier noch was wegnehmen. Jetzt bin ich schon wieder nur am Schaufeln hier, ne? Ich mache im Augenblick nichts anderes mehr als Schaufeln. Aber ich wollte das schon fertig haben hier eigentlich schon seit Anbeginn der Zeit und das stört mich halt immer noch. Dann will ich das jetzt halt abschließen. Ich muss hier mal gerade ein bisschen rüberfahren, dass ich nicht so weit laufen muss. Das stört mich halt gerade ein bisschen. Dann machen wir gerade so viel fertig wie geht. So, jetzt ist es fertig. Okay, dann gib mal her. Die müssen wir noch ein bisschen angleichen, damit das wieder vernünftig aussieht, ein bisschen. Wird langsam spät, ne? Ist noch nicht perfekt, die Ecke hier. Nein, nicht da. Okay, gucken wir mal. Kann ich die jetzt hier bauen? Immer noch nicht. Warum nicht? Die reicht genau immer noch um einen nicht. Wieso nicht? Warum reicht das immer noch nicht? Ich muss echt immer noch um einen dahin basteln? Das gibt's doch nicht.
kann das doch nicht ewig nach vorne schieben, das Ding hier, das geht nicht. Ich habe da jetzt schon keinen Platz mehr. Das ist doch blöde, oder sitzt hier was im Weg? Sitzt der Stein im Weg, dass er sagt, ist nicht. Dann kriege ich aber die Krise, wenn das wirklich der Fall ist. Jetzt muss ich hier echt rüber schwimmen. Lass mich in Ruhe. So, jetzt hier Seaweed kriege ich auch. Ach, guck mal, schau, wir können Seaweed also doch abfarmen. Kann ich mir dann Onigiri machen? Ja, müssen wir noch rüberfahren und dann noch mehr Material holen. Oh Mann. Das kriege ich aber noch fertig heute, oder? Ich muss noch 3 Ohr sammeln, fällt mir gerade so auf. Oh oh. Das könnte ein Problem werden. Ich muss noch die Ohr sammeln. Weil die sind noch ein bisschen was wert. Dann muss ich das vielleicht gleich stehen lassen, die Arbeit hier, und muss dann erstmal rübergehen. Dass ich hier ein bisschen was fertig kriege noch. Dann nehme ich jetzt hier noch eine Ecke raus, ist egal. Von der Sandbank hier dünne ich die halt noch ein bisschen aus. Problem ist nur, ich muss darüber schwimmen. Ich werde sagen, wir machen das dann in der nächsten Episode fertig. Ich muss jetzt gerade noch schnell gucken. Einen vielleicht noch. Dass ich hier, ja, jetzt ist es richtig voll. Dass ich hier noch schnell die Ohrs farme. Sonst wird es zu spät. Vielleicht schafft man das noch, aber wir gucken mal. Muss ich noch schnell rüber schwimmen. Dann machen wir hier die Brücke noch hin. Ist natürlich nicht ganz so toll. Ich müsste hier aufschütten halt, ne? Wenn ich hier nachher einen Fluss machen will, habe ich das Problem, ich könnte das hier nicht machen. Ich müsste die Brücke dann anders stellen. Oder ich lasse die Brücke halt da stehen dann. Hier könnte ich sie natürlich auch anschließen. Vielleicht, aber weiß ich nicht. Wir gucken mal, 3 Ohrs, kriegen wir die noch schnell zusammen? Ich hoffe es. Gucken wir gerade, meistens hier irgendwo. Drei Ohrs. Sehe ich gerade nichts. No. Komm schon, lass mich jetzt nicht hängen hier. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Hier. 3 Ohrs. Sehr gut. Oh, guck mal, die Kristalle leuchten jetzt, oder? Hier ist ein Opal. Oh, das ist ein Opal gewesen, kein Kristall. Gibt es jetzt auch an der Oberfläche? Okay. Ich dachte, dass wir. Ich dachte tatsächlich, dass wir Dingens hier. Da ist Kroki. Das lassen wir in Ruhe. Gerade keinen Bock drauf, sondern haben wir alle 3 geschafft. Dann können wir ja doch noch ein bisschen was basteln. Und vielleicht kriegen wir es gerade noch fertig. Wobei meine Energie langsam flöten geht. Das heißt, ich muss mich beeilen, damit im Schwimmen. Ich würde doch gerne die letzte Brücke da noch hinsetzen. Dann vielleicht müssen wir später nochmal eine andere Brücke setzen hier vorne, aber mal schauen. Das Problem ist, das passt einfach nicht. Ich muss das hier eigentlich nochmal versetzen. Das ist ein bisschen doof. Entweder muss ich den Pavillon um einen versetzen, dass der einen hier rüber geht. Oder ich muss echt den hier nochmal versetzen, das ist auch blöde. Weil es ist halt nicht pupetrisch symmetrisch. Aber andererseits, es muss ja auch nicht pupetrisch symmetrisch sein halt, ne? Ist nochmal ein bisschen, Grad ja. Das sieht natürlich nice aus, aber irgendwo ist auch ein bisschen zu viel nachher dann. Okay. Jetzt muss ich das hier echt noch anbuddeln. Ich krieg einen Knick, ey. Das kostet auch so viel Energie gerade, das rüberschwimmen. Ich müsste eigentlich hier rüberfahren, aber
Habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Ich hoffe, ich schaffe das gerade. Das frisst natürlich mehr Energie so. Aber vielleicht kriege ich das so fertig gerade. Hierhin? Ja, würde ich sagen dann, ne? Muss noch dreimal schwimmen. Kriegen wir das hin? Guck mal, die Jellies, die gucken schon hier. Die sagen, ah, Frischfleisch. So. Zweimal noch und dann muss es reichen. Wechselt der wieder die Richtung? Nein, der bleibt da. Okay. Okay, lass sie mal da schwimmen. Das muss ich auch angleichen. Das sieht echt nicht mehr schön aus jetzt hier. Aber wenn die Brücke steht erstmal, dann kann ich das ein bisschen angleichen. So. Weh, wir können die Brücke hier nicht hinbauen, dann kriege ich aber die Krise. So, ich die Brücke? Brücke habe ich wieder nicht hier. Jetzt kann ich sie bauen. Endlich. Endlich, endlich. Endlich. Puh, wurde auch Zeit. Wurde auch Zeit. Dann setzen wir hier noch ein bisschen was dran. So, Brücke ist fertig. Endlich. Endlich, endlich. Boah, das können wir so lassen. Hier ist noch ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich kann die Schubkarre eigentlich auch hier rüber fahren. Das wäre eigentlich auch sinnvoll, weil dann kann ich die hier nämlich endlich wegmachen. So, dann haben wir die Brücke hier fertig. Die Brücke, die ich schon seit Anbeginn der Zeit haben wollte. Jetzt habe ich natürlich die andere intelligenterweise weggemacht. Weil wenn ich da halt reinbuddel für einen Fluss oder sowas, dann ja. Ist das nicht so geil. Kann ich hier ein bisschen was wegbuddeln? Gucken wir mal. Nehme ich noch ein bisschen mehr weg. Das nehme ich noch weg. So, dann sieht es nicht ganz so komisch aus. Ich glaube, so können wir es lassen, oder? Dann haben wir jetzt eine Verbindung hier rüber. Obwohl jetzt hier nichts mehr ist, weil wir haben alles weggemacht. Ja, ich müsste normalerweise tatsächlich das hier wieder hinmachen, aber dann müsste ich das alles wieder umbasteln mit Erde. Ich kann überlegen, wenn ich das hier noch eine Brücke bauen würde jetzt, ne? Genau hier. Gerade rüber hätte ich das Problem. Ich müsste halt irgendwie. Irgendwie müsste ich hier mit dem See noch, beziehungsweise mit dem Fluss dann noch hinkommen. Das ist halt auch noch so eine Sache. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen kann. Ich muss mal schauen. Also irgendwie würde ich gerne noch ein bisschen was basteln. Das ein oder andere. Das müssen wir mal schauen. Ich fahre jetzt erstmal zurück. Wir haben alle Dinger gesammelt. Das ist schon mal ganz gut. Dann räumen wir jetzt erstmal zurück. Die Schubkarre, ich weiß gar nicht, wo stelle ich die denn mal hin? Stelle ich erstmal, ja, weiß nicht. Erstmal hier zur Seite, oder? So. Da kann sie stehen bleiben erstmal. Okay, da leuchtet schon wieder eine Menge. Was haben wir denn hier alles fertig? Das ganze Kale ist fertig. Okay, dann nehmen wir das noch mit. Ist das Spinat? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Spinat ist das, oder? Ich glaube, das ist Spinat. So. Ich muss es so pflücken. Ich kann es nicht so machen. Nee, ich kann es so nicht machen, tatsächlich. Ich muss es echt per Hand machen. Okay. Das ist komisch, weil einiges musst du per Hand pflücken und anderes kannst du mit der Sichel abfarmen. Bisschen merkwürdig.
Muss ich gießen? Ja, ich muss eigentlich gießen, sehe ich gerade, ne? Habe ich nicht gegossen. Yikes. Seaweed weiß ich auch nicht genau. Kann man aber essen, glaube ich, ne? Oder? Salty Grass? Hm, das hat keinen. Aber Seaweed ist doch eigentlich was zu essen. Ich habe die Dinger nicht verkauft. Toll. Ja, jetzt muss ich eh pennen gehen, dann ist auch egal. Komm, wir gucken gerade mal. Green Grocery. Here is a milestone for selling fruit. Okay. Noch was? Nee, das war's. 1490 haben wir schon wieder. Das ist ordentlich. Ja, okay, wir sind wieder mega müde. Wir räumen noch kurz die Sachen weg und dann ist Schicht im Schlacht wieder. Ist auch schon wieder mega spät. Ich habe schon wieder länger gebraucht als gedacht, aber ich bin zumindest mit den Sachen durch. Das geht alles da noch rein. Seaweed müsste eigentlich meiner Meinung nach hier rein. Ich pack's jetzt mal da rein. Vielleicht kann man damit auch nichts anfangen. Ich weiß nicht genau. Ich meine ja, aber wer weiß das schon. Und wir probieren das demnächst mal aus hier, dass wir mal gucken, was dabei rumkommt. Mit den, was kommt da rein? Mit den Sachen. Was geht da alles rein? Oh, hier habe ich noch mehr Bausachen. Ich bin noch gar nicht fertig gewesen, siehst du. Die Steine kann ich wegpacken. Nee, falsch, Kiste. Steine kann ich wegpacken. Die brauche ich noch fürs nächste Mal. Das muss ich noch wegräumen. Das mache ich dann nächstes Mal. Und das können wir noch wegräumen. Und dann geht's ins Bett. Okay. Das kommt da noch rein. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Moment, da ist immer noch was. Was denn? Habe ich da abgeholt? Warum hat er das nicht gemacht? Egal. Na gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.